Moin moin und herzlich willkommen zurück nochmal zu Farming Simulator 22. So, ich hatte ja im letzten Video dieses kleine Problem hier mit dem Überladewagen und dem Rohr. Ich wusste jetzt nicht hin. Ich wusste jetzt quasi nicht, wie ich das Weizen da wieder rauskriege, weil es sind ja nur Mietsachen. Die würde ich ja gerne wieder wegbringen. Und ja, bevor ich es nämlich vergesse, ins nächste Hauptvideo zu packen, mache ich lieber ein kleines Edit-Video hier und zeige euch mal, wie ich das jetzt geregelt habe. Ich habe mir jetzt den kleinsten und günstigsten Kipper gekauft, um erstmal zu testen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ihr müsst nur so ganz komisch ranfahren und dann sprüht das da aus dem Rohr raus. So. Wunderbar. Ich hoffe, es passt. Nein! Ach, komm schon! Na gut. Ich habe nämlich erst versucht, den Hänger mit dem, also den Überladewagen so stehen zu lassen, mit dem kleinen Kipper ranzufahren. Das hat nicht funktioniert, also ihr müsst das dann mit dem Traktor machen. Also der braucht eine Verbindung zur Maschine. Und dann funktioniert das. So, das bringen wir jetzt schnell weg. Zack. Und let's go. Einmal einlagern bitte. Wunderbar. Top. So, jetzt holen wir noch schnell den Rest. Den kleinen Überladewagen. Ach Quatsch, den kleinen Kipper. Den werde ich auch nicht behalten. Ihr habt ja gesehen, das bringt ja absolut nichts. Der fässt ja nun mal gar nichts. Ich glaube, da sind knapp 8 Kubik drin. Ein bisschen wenig, finde ich. So. Randa. Ja, das war's. Alles klar. Fahren wir das Rohr mal wieder ein. Hängen den wieder ran. Wunderbar. So, das wollte ich euch noch schnell zeigen. Ich hoffe, euch hat das kleine Mini-Video zum Hauptvideo gefallen. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.